Was ist eine gezogene Kniesehne? Eine gezogene Achillessehne liegt vor, wenn einer oder mehrere der drei Muskeln im hinteren Bereich des Oberschenkels zu stark gedehnt sind oder Risse in den Muskelfasern oder im Gewebe auftreten. Gezogene Oberschenkelfasern, die auch als Oberschenkelfaserstämme bezeichnet werden, können unterschiedlich stark sein und werden in der Regel in drei Klassen eingeteilt, je nachdem, wie stark das Gebiet geschädigt wird. Grade 1 Stämme haben kleine Risse in der Muskelgruppe, die durch Überdehnung entstehen. Grad 2 und 3 sind akuter und verursachen bis zum vollständigen Bruch erhebliche bis schwere Schäden. Die Muskeln der Oberschenkelmuskulatur bestehen aus dem Semitendinosus, dem Semimembranosus und dem Biceps femoris, die gemeinsam als Oberschenkelmuskulatur bezeichnet werden. Sie erstrecken sich vom unteren Gesäß bis zum hinteren Teil des Knies. Die Hauptfunktion der Achillessehne besteht darin, das Knie zu beugen und den Oberschenkel nach hinten zu bewegen. Die Achillessehnen werden häufig beim Laufen und Springen eingesetzt, so dass eine Achillessehnenverletzung bei Sportlern häufig vorkommt. Plötzliche Springbewegungen sind die häufigste Ursache für Tränen in den Muskeln, die zu Kniesehnen oder Muskeln führen. Zu den Symptomen einer Oberschenkelverletzung zählen Schwellungen, Blutergüsse, Schmerzen und Krämpfe. Im Moment der Verletzung ist häufig ein Druck im Muskel zu spüren. Weitere Ursachen, die das Risiko eines Oberschenkelmuskels erhöhen, sind mangelnde Beweglichkeit oder Kraft des Oberschenkels, übermäßiges Körpergewicht und Verlust der Muskelkontrolle durch anstrengendes Training oder Müdigkeit. Verletzungen der Achillessehne treten am häufigsten auf, wenn der Muskel gestreckt wird. Eine Oberschenkelverletzung tritt seltener auf, wenn sich der Muskel zusammenzieht oder ein Schlag eintritt. Die Behandlung einer gezogenen Kniesehne umfasst in der Regel die Vereisung des betroffenen Bereichs und die Komprimierung des Oberschenkels durch Umwickeln mit Sportklebeband, Bandagen oder Kompressionssportbekleidung. Sobald der Muskelschmerz ein überschaubares Maß erreicht hat, sollte der Athlet beginnen, die Muskeln zu dehnen und durch den schmerzfreien Bewegungsbereich zu bewegen, um den Aufbau von Narbengewebe und die Schwellung zu verringern. Die Rehabilitation des Muskels bedeutet nicht, zu früh zur Aktivität zurückzukehren. Der Muskel muss schrittweise gestärkt werden, um das Risiko einer erneuten Verletzung oder einer dauerhaften Schädigung zu verringern. Während es unmöglich ist, eine Oberschenkelverletzung vollständig zu verhindern, müssen Teilnehmer in Leistungssportarten, die abrupte Bewegungen erfordern, wie Leichtathletik, Fußball oder Tennis, gut konditionierte Beine haben, um Muskelverspannungen vorzubeugen. Dies beinhaltet Krafttraining sowohl für die Oberschenkel als auch für die Vorderseite des Oberschenkels oder Quadrizeps, um das muskuläre Gleichgewicht zu gewährleisten, wodurch das Risiko eines Oberschenkelzuges verringert wird. Dehnen und Aufwärmen vor körperlichen Aktivitäten sollte auch durchgeführt werden, um die Flexibilität zu erhöhen und das Verletzungsrisiko zu verringern.